Guten Morgen Sachsen, hallo Deutschland. Ich hörte gerade die Nachtigall trapsen und die verkündete, dass der Verteidigungsminister Pistorius zu einem unangekündigten Besuch im Land Zelensky aufgeschlagen ist, um ihn zu erklären, dass es weitere militärische Unterstützung geben wird seitens Deutschland. Und zwar in Höhe von 500 Millionen Euro. Eine 500 Millionen Euro. Das ist doch ein Betrag, den man sich heutzutage gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Hier werden Beträge oder Zahlen ausgeschüttet, von denen man meint, als hätten wir irgendwo einen Esel sitzen, der das Gold ausscheißt. Oder zumindest in Euro. Die Deutschen haben eine unfassbare Inflation. Der Euro verliert immer mehr am Wert. Jede Lebensmitteleinkauf wird zum Desaster, wenn man sich die Einkaufswegen anschaut und dann auf den Kassenzettel. Egal wo man hingeht, alles ist verteuert worden. Aber wir verschenken das Geld mit vollen Händen. Dazu kommt noch, dass seit einigen Wochen ein Video im Internet kursiert, in dem der Breuer bei einer Konferenz erklärt hat, dass 90.000 Soldaten der NATO an die Ostflanke versetzt werden sollen. Und man solle sich doch darauf vorbereiten, dass in den nächsten Wochen und Tagen der Luftraum über Deutschland und auch die Autobahnen oder Verkehrswege durch Deutschland immer voller werden. Deutschland wird zu einer Transitzone für die Militärtransporte. Können wir uns darauf einrichten? Lassen wir alles zum Alltag und zur Normalität werden, so wie es der Deutsche immer tut. Er schluckt es. Aber irgendwo muss doch mal Schluss sein. Hier muss doch mal ein klarer Menschenverstand angeschalten werden und sagen, hey Leute, Schluss, Feierabend. Ich persönlich werde für dieses Land ganz sicher nicht in den Krieg gehen. Ich habe meine Zeit als Gebirgsjäger abgerissen. Und das war damals noch eine Armee, eine Truppe. Heute lautes Schweigen. In diesem Sinne, der blaue Kanal für euch. Habt einen schönen Freitag und macht euch mal Gedanken. Am 9. Juni könnt ihr schon mal loslegen, indem ihr richtig wählt. Und dann am 1. September noch einmal. Und dann werden sich die Zustände in Deutschland wieder bessern. Für Frieden und Freiheit, seid bereit.